Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Tatsächlich habe ich den Urlaub, den ich jetzt hatte, wirklich in vollsten Zügen genossen und dadurch, dass halt YouTube und Twitch und auch die Werbeeinnahmen und die Sponsoring-Deals und alles natürlich nicht mein Leben finanzieren, sondern Beibrot sind für etwas, was ich gerne mache, was mir einfach immer noch nach Jahren Spaß macht, ist es halt auch so, dass ich manchmal aufgrund meines sehr stressigen, richtigen Berufes zwischendurch auch mal ungeplant eine Auszeit nehmen. Deswegen habt ihr jetzt eine Woche von mir nichts gehört. Ich freue mich natürlich trotzdem immer, wenn ihr dann wieder da seid. Ich habe auch gut Motivation und ein bisschen Power gezogen. Das heißt, Content kommt. Ihr seht es ja jetzt. Interessantes Thema. Das erste, was ich irgendwie jetzt in den nächsten Tagen schon mal ansprechen möchte. Also klar, jetzt am Mittwoch kommt eine neue Season. Ich weiß das. Ich werde die Season auch antesten. Mal schauen, was jetzt wohl. Ich vermute die letzte Season vor dem ersten Trailer oder Teaser fürs MW3, was kommt. Bin gespannt, ob da irgendwas sich ändert. Charlie Internet auf Twitter heute schon geschrieben, Gott bewahre uns vor dem, was in der Season 4 kommt. Der scheint schon wieder mehr zu wissen. Ich denke mir bei MW2 und Warzone 2 immer, es kann ja nicht schlechter werden. Von daher kann man sich überraschen lassen. Aber Thema heute, und ihr habt es ja im Thumbnail gesehen und Titel weiß ich noch keinen, aber irgendwas Passendes. Nick Merckx und Tim the Tatman haben, vielleicht kennt ihr sie, amerikanische Streamer, bekannte Streamer, wobei Tim the Tatman bis zuletzt noch relativ viel Warzone gespielt hat, während Nick Merckx schon seit Monaten kein COD mehr eigentlich angefasst hat, der ist eher so in Apex drin, haben die ersten beiden Streamer, Creator, Operator bekommen. Für, glaube, 2400 COD-Points konnte man die kaufen. Und Nick Merckx hat, also erstmal grundsätzlich. Ich mag ja sowieso die meisten Streamer nicht. Meiner Meinung nach sind 99% der Streamer, egal ob in Deutschland oder in den USA, absolute Fake-Ratten, die etwas vorspielen, was sie nicht sind. Aber abgesehen davon ist es für mich natürlich faszinierend, dass jemand wie Scampi, der Call of Duty als Ära geprägt hat oder eine Ära geprägt hat und für dieses Game auch im Competitive-Bereich über Jahre, Jahrzehnte mehr gemacht hat als wir alle zusammen, dass der kein Operator-Skin bekommt. Jemand wie Nick Merckx, der seit Monaten, nur weil er eine große Reichweite hat, das Game gar nicht anfasst, einen Deal plötzlich bekommt. Aber das ist letzten Endes eine Geldentscheidung, muss Activision treffen und am Ende ist es halt auch so, wer sich die Skins kauft, der ist, ja, weiß nicht, hoffnungslos verloren, aber es ist ja jedem sein Geld. Nick Merckx hat jetzt im Zuge dessen, dass es eine LGBTQ-Bewegung und eine Gegenbewegung gegeben hat, oder eher zwei Proteste, Protest und Gegenprotest in den USA, und das direkt in dem Vorhof von einer Schule, hat er, das war auf Twitter wieder so ein Thema, und Twitter ist mittlerweile wirklich so eine Anlaufstelle für nur noch Gestörte eigentlich, hat eine Äußerung getroffen, und zwar die, die ich euch hier einblende. Und er hat gesagt, vielleicht wäre es ganz gut, wenn ihr die Kinder da aus dem Spiel lasst. Und diese komplette LGBTQ-Abkürzung, was auch immer, ist es im Prinzip, für die, die es jetzt irgendwie noch nicht mitbekommen haben, was fast unmöglich ist. Und ich kann es einfach nicht ordentlich zuordnen, weil ich nehme es kaum noch ernst, um ehrlich zu sein. Diese ganze Bewegung hat sich irgendwann zusammengetan, weil sie für die Rechte von Homosexuellen, für Schwule, für Lesben, für Diverse, für Bisexuelle und für queere Menschen eintritt, was mittlerweile aber keine normale Bewegung mehr ist, sondern so viele davon sind so sehr von ihrer einen Meinung überzeugt, dass es auch keinen Konsens und keine Diskussion mehr gibt. Und dann gibt es halt die Gegenbewegung, die auch komplett extrem ist, die man eher so zum rechten Lager zuordnet, die anderen zum linken Lager. Und die haben in der Demo und Gegendemo direkt bei einer Schule dort demonstriert. Und Nick Merckx hat dazu geschrieben: Lasst doch bitte dieses Thema bei den Kindern aus dem Spiel oder haltet euch doch fern von den Kindern. Letzten Endes hat dieser Tweet dafür gesorgt, dass er von Twitter Europa, Twitter weltweit gecancelt wurde. Diese ganze schwulenfreundliche bzw. für Schwule und Lesben und bla 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 eintretende Bewegung hat sich auf diesen Tweet gestürzt und dieser Mann, den ich persönlich nicht mag, aber man kann ihn trotzdem gucken, wenn man will, ist dermaßen in der Luft zerrissen worden, dass Activision, ein Unternehmen, was über 700 Klagen aktuell an der Backe hat, wegen Vergewaltigungsvorwürfen von höchster Ebene, wegen der Frau, die Selbstmord begangen hat, weil
in der Activision-Zentrale sie heimlich gefilmt wurde, wie sie auf Toilette saß und dieses Video, was von ihr heimlich natürlich aufgenommen wurde, auf deren Gruppenabteilungs-Weihnachtsfeier präsentiert wurde. Sie hat sich ja ein paar Tage später das Leben genommen. Deswegen steht Activision vor Gericht in den USA. Bobby Kotick, also das ganze Unternehmen Activision ist so korrupt und schweinisch und dreckig und ich weiß nicht, frauenfeindlich und sonst was, dass es natürlich sehr unterhaltsam ist, dass gerade das Unternehmen beim Thema Nick Merckx gesagt hat, oh nein, mit so jemandem, der so eine Äußerung trifft, können wir nicht zusammenarbeiten und haben ihm den Skin weggenommen. Er hat dann nochmal in einem Tweet erklärt, wie er das halt gemeint hat und man kann in diesem Tweet von ihm, es sind zwei Sätze, viel interpretieren, aber es gehört schon sehr viel Fantasie dazu, wenn jemand jetzt behaupten will, dass er mit diesem Tweet aktiv gegen homosexuelle Menschen und diverse Menschen und queere Menschen, ich weiß gar nicht, was das sein soll, um ehrlich zu sein, irgendwie vorgegangen ist. Für mich hat er eins gesagt, lass doch das Thema Sexualität aus Vorschulen raus. Lasst es doch den Eltern, dass die ihre Kinder, die ja in der Vorschule und in der Schule, 1. bis 4. Klasse, auch in den USA, Elementary School und sonst was, keine Ahnung, wie alt die Kinder da sind, 10, 9, 11, 12, lasst es doch die Eltern zu Hause den Kindern erklären. Sexualkundeunterricht in den USA und auch in Europa ist auch Sache der Schule, auch Sache der Eltern. Aber alles davor, ob es jetzt mehr als zwei Geschlechter gibt und diese ganzen Diskussionen, auf die ich gar nicht eingehen will, man kann dabei nur verlieren. Lass das doch aus diesen Schulen bitte raus. Nichts anderes sagt sein Tweet für mich. Und jeder kann das interpretieren, wie er will. Er hat es nochmal klargestellt, dass es keinerlei Äußerung gegen irgendeine Bewegung ist oder irgendeine sexuelle Orientierung oder ein Zugehörigkeitsgefühl, sondern letzten Endes sagt er nichts anderes als, lass das Thema aus den Schulen, Leute. Und diese Demo, die jetzt nun direkt an dieser Schule war, zwischen Bewegung für und Bewegung gegen. Ich weiß gar nicht, wie man gegen Homosexuelle sein kann in der heutigen Zeit. Das ist einfach Menschen wie alle anderen auch. Und ich weiß auch nicht, warum das immer noch so ein extremes Thema ist. Es gab meiner Meinung nach mal eine Grundlage, wo alle Seiten miteinander auch sprechen konnten. Diese Grundlage gibt es mittlerweile nicht mehr. Es gibt nur noch diese eine Meinung und es gibt die andere Meinung. Es gibt keinen in der Mitte mehr. Und schon die Jedi haben gesagt, nur die Sith kennen nur schwarz und weiß und nichts dazwischen. Und das trifft ja auch zu. Nick Merckx wurde auf jeden Fall komplett gecancelt. Für den war komplett vorbei, was es angeht. Was ich nicht nachvollziehen kann. Ich nehme da auch den Standpunkt ein und da stehe ich auch zu. Und sein Kumpel Tim the Tatman hat Activision dann und Call of Duty über Twitter medienwirksam geschrieben, ja, ich stehe hier zu meinem Kumpel Nick und wir kennen uns seit Jahren und wir haben diesen Skin zusammenbekommen. Ich möchte, dass auch mein Skin aus dem Game rausgenommen wird. Activision hat innerhalb von 24 Stunden beide Skins rausgenommen, haben natürlich die eine Bewegung damit befriedigt, haben so getan, als wären sie ein moralisch höherwertiges Unternehmen. Activision, ihr wisst es selber, Leute, ist vieles, aber moralisch mit Sicherheit nicht auf dem aufsteigenden Ast und mit Sicherheit keine Erleuchtung und auch kein Befürworter von irgendwas in der Art. Und beide Skins sind verschwunden. Charlie Intel und andere Leute auf Twitter haben längst darüber geschrieben, dass es sehr wahrscheinlich das erste und letzte Mal sein wird, dass wir sowas wie Streamer-Skins und Superstar-Skins und sonst was in dieser Art und Weise bei Call of Duty sehen werden. Und da bin ich auch der Meinung, warum sollten sie es nochmal machen? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das war natürlich jetzt für Activision auch super einfach, den Skin rauszunehmen. Einmal von Nick Merckx und auch jetzt von Tim the Tatman. Denn die haben sich schon jetzt, ich glaube, 2 oder 3 oder 4 Wochen verkauft. Ihr könnt mir eins glauben, Activision plus die beiden Streamer werden mehr als genug Geld damit schon verdient haben. Activision wird es einen Scheiß kratzen, ob die jetzt noch die letzten 1000 davon verkaufen oder nicht. Die Skins werden auch nicht zurückerstattet. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ey, ich bin Nick Merckx Fan, aber die Äußerung fand ich scheiße, könnt ihr ja, ich sage ja nicht, dass eure Auffassung schlecht ist oder falsch, ihr kriegt euer Geld nicht zurück, ihr könnt den Skin behalten, aber das Geld dafür gibt es nicht zurück. Und das ist irgendwie das, was in Call of Duty aktuell so ein bisschen brennt, was aber auch auf Twitter und in gefühlt auf der ganzen Welt mittlerweile brennt. Dieses absolute der Auffassung sein, es gibt nur diese eine Richtung, es gibt nur diese eine Meinung und das ist 100% richtig. Und alle, die eine andere Meinung vertreten und das auch
begründen für sich, warum sie eine andere Meinung vertreten, werden im Prinzip nur noch aggressiv angegangen. Es ist diese Diskussion, also ich verstehe halt bis heute nicht, ich weiß nicht, wie man gegen homosexuelle Menschen oder gegen bisexuelle Menschen oder gegen Transmenschen oder gegen queere Menschen oder sonst was sein kann. Mensch ist Mensch. Es macht für mich keinen Unterschied. Mir ist egal, welches Geschlecht man hat und welche sexuelle Orientierung. Aber es gibt halt immer noch Leute. Und natürlich ist es gut, dass es eine Bewegung gibt, die auch für diese Minderheit, ich würde jetzt mal statistisch behaupten, dass es wohl mehr hetero- als homosexuelle Menschen gibt und mehr Nicht-Trans-Menschen als Trans-Menschen. Und es ist gut, dass es eine Bewegung gibt, die für diese Rechte mit eintritt. Das ist komplett in Ordnung. Aber wie sehr diese Extreme teilweise Seiten entwickelt haben, ist geisteskrank. Und dass ein Streamer über eine so absurde, leichte Äußerung eigentlich, je nachdem, wie man es interpretiert, gecancelt wird von der ganzen Welt und das solche Ausmaße hat, hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen erschrocken. Und auch wir Content-Creator und Streamer, wir sitzen bei YouTube, wir sitzen live im Stream, natürlich müssen auch wir aufpassen, was wir sagen. Und vielleicht vertritt der ein oder andere Streamer, das weiß ich nicht, ja auch eine andere Meinung. Und für den sind Homosexuelle irgendwie was Krankes oder so. Es gibt immer noch Menschen, die im Mittelzeitalter leben. Und natürlich müssen die auch aufpassen, was sie sagen. Wenn sowas rauskommt, wenn ich mich hier hinsetzen würde und sagen würde, also Schwule sollte man verbrennen, das ist ja eins dieser ganz, ganz schlimmen Sachen, die man jetzt schon aus der Anti-Bewegung öfter gehört hat, was ja völlig geisteskrank ist. Natürlich ist es dann gut, dass man gecancelt wird oder dass man die Konsequenzen davon trägt, aber die Tatsache, dass so eine einfache Äußerung, die jetzt oberflächlich für mich und auch inhaltlich nicht gegen irgendjemanden ist, sondern grundsätzlich nur sagt, lasst die Kinder in Ruhe mit diesen Themen und vor allen Dingen lasst die Demos direkt in so einer Schule, dass jemand da solche Konsequenzen zieht, hat selbst mich überrascht. Ich habe jetzt schon in den letzten Monaten und Jahren vieles gesehen und bin da ehrlich auch ein bisschen schockiert. Und eure Meinung interessiert mich dazu, weil ihr habt den Tweet jetzt hier gesehen, ihr habt es wahrscheinlich auf Twitter mitbekommen. Ist das normal mittlerweile? Also ist es so, dass wir alle hier unser Brot jetzt noch verdienen können, solange wir nicht eine Äußerung treffen, die irgendjemand aus irgendeiner Bewegung negativ auffasst? Und dann wird man gecancelt? Ich meine, es ist doch geisteskrank, oder? Also, mich würde eure Meinung dazu interessieren. Mich hat es echt schockiert und weniger belustigt. Am Anfang habe ich drüber gelacht, als ich es gelesen habe, was daraus entsteht. Und dann habe ich erst festgestellt, wie krank das eigentlich ist. Lasst ein Like da, Leute. Schreibt mal eure Meinung dazu. Jede Meinung ist willkommen. Ihr könnt pro sein, ihr könnt kontra sein. Das Einzige, was ich nicht akzeptiere, sind irgendwelche homophoben Äußerungen. Weil man kann, wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, nicht gegen homosexuelle Menschen sein oder Transmenschen. Also, das kann man nicht, weil es Menschen sind. Fertig.